Warum nehmt ihr die Fremden gefangen und tut ihnen das an? Wir sind runtergegangen zur Küste, um zu fischen. Aber sie haben unsere Netze und unsere Boote zerstört. Das lassen wir uns nicht länger gefallen. Wir knöpfen uns jetzt ihre Schiffe vor. Was wollt ihr jetzt machen? Habt ihr einen Plan? Das hier ist mein Plan. Mein Granatwerfer. Piraterie ist eigentlich eine ganz simple Sache. Ein sehr einfaches Geschäftsmodell. Aber in den letzten Jahren hat sie sich zu einem komplexen Netzwerk entwickelt, mit Beteiligten in ganz Somalia und über die Grenzen Somalias hinaus. Das ist mein jüngster Bruder. Er macht sich gerade auf den Weg nach Somalia. Ich steige jetzt ins Flugzeug. Mir fehlte nur noch ein Semester, um mein Informatikstudium abzuschließen und um dann den Rest meines Lebens in einem Schuhkarton großen Büro zu hocken. Stattdessen werde ich gleich in Bosaso, Somalia, landen. Ich heiße Mohamed Awad Ashare. Mein Vater war 1998 Innenminister der Region Puntland. Mein Name ist in diesem Land also bekannt und wird mich beschützen. Das ist eine Kamera. In den nächsten 3 Monaten werde ich bei den Piraten leben. Wie geht's? Bestens. Sicher? Klar. Wie lange bleibst du hier? 3 Monate. 2 Monate? Drei. 3 Tage? 3 Monate. Bist du sicher? Meine Tarnung ist einfach. Ich bin Mittelsmann für einen westlichen Geschäftsmann, der gemeinsam mit den Piraten Kasse machen will. Das war eine Gewehrkugel. Sie finden das verrückt? Hier ist das ganz normal. Also, wer bezahlt dich? Er ist Amerikaner aus den USA. Kein Somalier, der in Amerika lebt. Ein echter Amerikaner. Warum? Weil er hier in einem halben Jahr aus $20.000 4 Millionen machen kann. Garantiert. Hinter jedem hier steht jemand, der im Hintergrund agiert. Während die Menschen krepieren, die Kinder verhungern und die Kugeln fliegen. In den letzten Jahren habe ich $200.000 verdient. Als erstes brauchen Sie einen Insider. In diesem Fall bin ich das. Ich nehme dann Kontakt zu den Anführern der Piraten auf. Sie haben alle Handys, sie sind gut zu erreichen, wenn sie nicht gerade ein Schiff kapern. Dann können sie zwischen mehreren Piratengruppen wählen. Sie unterscheiden sich nach Herkunft, Stammeszugehörigkeit und Erfolgsaussichten. In Ale hat man es mit den Majateen zu tun, dem führenden Clan in Puntland. Das Problem? Das sind alles hinterhältige Mistkerle. Man kann auch mit den Hawiye ins Geschäft kommen, ein Stamm aus Mogadischu. Das sind die Jungs aus dem Film Black Hawk Down. Durchgeknallte Typen. Bleiben noch die Wasangali, mein Clan. Wir haben nicht so viel Glück beim Kapern von Schiffen wie die anderen, aber wir sind wenigstens ehrlich. Ich habe jetzt Ihre $20.000 und werde das Risiko streuen, indem ich jeweils $5.000 in 4 verschiedene Piratengruppen investiere. Die durchschnittliche Erfolgsquote liegt bei etwa 30% pro Einsatz. Dass mindestens eine der Gruppen Erfolg hat, ist so gut wie sicher. Wenn Sie einen guten Lauf haben und noch mehr Profit machen wollen, können Sie auch noch in Ausrüstung investieren und bestimmte Extrakosten übernehmen. Das garantiert kontinuierliche Einnahmen, wenn damit weitere Einsätze gefahren werden. Diese Sprache versteht jeder. Sie müssen mir nur noch das Geld schicken. Wo ist das Geld? Mir steht etwas zu. Gib mir ein bisschen Begrüßungsgeld. Weißt du, was passiert, wenn du Cut kaust? Du kriegst einen Ständer. Und er sagte also,
Wenn man einen Ständer kriegt, sagen die Araber Wula Wula und halten das Ding hoch und sagen, er ist hart, er ist hart. Und das sagt er zu seiner Frau? Wir haben unsere Männer, unsere Boote und unsere Waffen. Jetzt müssen wir nur noch ein Schiff kapern. Man sagt über Somalia, es sei das ärmste Land der Welt. Aber wo sonst kann man in weniger als 6 Monaten aus 20.000 Dollar 4 Millionen machen? Moment. Sie zweifeln doch jetzt nicht etwa. Unsinn. Bevor Sie ein schlechtes Gewissen bekommen, bedenken Sie Folgendes. After 23 years of civil war, poverty, destruction. 23 Jahre Bürgerkrieg, Armut und Zerstörung haben immer mehr Selbstzerstörung hervorgebracht. Du kannst nicht schlafen, nicht essen, ohne dass es knallt. Du kannst nicht mal beten oder betteln, ohne im Hintergrund Schüsse zu hören. Mal ehrlich, wie kommen die Leute an all diese Waffen? Verstehen Sie? Jemand hat eine 500 Dollar teure Kalaschnikow, aber nichts im Magen. Das ist seltsam. Wir haben hier keine Fische mehr. Die Leute essen die Fischkadaver vom Strand. Das ist ein Stachelrochen. Sie schneiden ihn einfach in der Mitte durch. Die Menschen, die sie als Geiseln nehmen, sind diejenigen, die all die Fische fangen. Deswegen liegen die toten Fische hier rum. Sie nehmen die Fische auf ihren Schiffen und Trawlern aus und werfen alles, was sie nicht brauchen, über Bord. Alles, was Sie hier sehen, ist Abfall, den Sie weggeworfen haben. Die Fischer kommen aus der ganzen Welt, aus Europa und Asien. Sie versuchen, aus der instabilen Lage hierzulande Profit zu schlagen. Wir greifen viele Schiffe in somalischen Gewässern auf. Vor kurzem haben wir 2 griechische Schiffe erwischt. Sie operierten mit illegalen Fangmethoden und hatten keine Genehmigung. Diese Schiffe sind bewaffnet. Sie schießen auf uns und haben sogar schon einen von uns getötet. Ich bin Fischer aus Elayo. Vor einiger Zeit habe ich 5 Schiffe mit riesigen Netzen hier gesehen. Sie haben alles leergeräumt. Von Eiern bis zu allen Arten von Fischen. Heute fangen wir hier gar nichts mehr. Die Schiffe, die in somalischen Gewässern entführt werden, wollen hier Gift und Atommüll verklappen. Alle Probleme an unseren Küsten hängen mit der Verklappung und dem illegalen Fischfang zusammen. Heute sterben mehr Menschen an Krebs als an irgendeiner anderen Krankheit, die es hier je gab. Es gibt eine Menge Atommüll in Somalia, aber wir wissen nicht wo. Wir haben nachweislich mehrere Kinder aus den betroffenen Küstenstädten hierher gebracht und untersucht. Diese Kinder haben Tumore und Krankheiten, von denen wir in Somalia noch nie gehört hatten. Wann haben Sie Somalia verlassen? Vor 4 Monaten. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen hat sich 2004 nach dem Tsunami im Indischen Ozean dieser Sache angenommen. Wir haben eine Bestandsaufnahme der Schäden vor allem im östlichen Teil des Indischen Ozeans, im indonesischen Banda Aceh, vorgenommen. Am Rande haben wir uns auch mit den Auswirkungen des Tsunami auf die afrikanische Küste beschäftigt, also auch auf Somalia. Meine Tochter ist sehr krank. Sie hat furchtbare Schmerzen. Hast du heute Schmerzen? Die Ärzte haben noch keine genaue Diagnose. Wir wissen nicht, was es ist. Damals gab es deutliche Hinweise darauf, dass große und kleine Container, die möglicherweise knapp unterhalb der Wasseroberfläche schwammen, an Land gespült wurden. Sein Magen hat sich verschlossen und nimmt keine Nahrung mehr auf. Er kann nichts essen. Nach dem Tsunami wollten wir das Interesse der internationalen Gemeinschaft und Regierungen weltweit auf diese Problematik lenken. Sie leidet an einer rätselhaften Krankheit. Keiner weiß, was es ist. Es gab Gerüchte, dass europäische Firmen Deals mit einigen Warlords gemacht hätten, um ihren Müll loszuwerden. Denn in Europa oder den USA ist es nun mal ziemlich teuer, gefährliche oder giftige Abfälle zu entsorgen. Die UN hat sie also hergebracht? Ja, die UN hat uns hergebracht. Als wir herkamen, konnten sie keine Vene finden, um Blut abzunehmen.
Entwicklungshelfer und andere lokale Organisationen berichteten von Menschen, die sich sehr schlecht fühlten und unter Symptomen wie Zahnfleischbluten oder Übelkeit litten. Sein Bauch wurde immer größer und ich dachte, seine Nieren seien angeschwollen. Aber als ich hierher kam, sagten sie uns, dass er Krebs hat. Und man kann nichts tun? Nein. We really tried to get to the bottom of this. After the tsunami. First the rapid assessment. Nach dem Tsunami haben wir ernsthaft versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. Zunächst mit einem Lagebericht. Dann schickten wir eine sehr kleine UN-Mission nach Somalia, die nur wenige Tage vor Ort war, um Bodenproben zu nehmen und nach giftigen Chemikalien zu suchen. Damals fanden wir nichts. Nichtsdestotrotz brauchen wir eine breite wissenschaftliche Untersuchung. Das Problem ist, dass die Sicherheitslage in Somalia einen solchen Einsatz unmöglich macht. Solange das Land nicht zur Ruhe kommt und die Sicherheit der Wissenschaftler nicht gewährleisten kann, werden wir nicht erfahren, was mit dem Giftmüll los ist und was wirklich passiert ist. And therefore a big question mark about what exactly has happened in terms of waste. Diese ganze Problematik ist einfach aus dem Bewusstsein verschwunden, auch bei der internationalen Gemeinschaft. Wenn man etwas gegen die Piraterie vor der Küste Somalias machen will, muss man alle Themen angehen. Die Verklappung von Giftmüll, den illegalen Fischfang und die Piraterie selbst. Die meisten Schiffe, die in jüngster Zeit gekapert wurden, sind Tanker oder Frachtschiffe und haben nichts mit Fischerei zu tun. Kein Wunder. Ein langsamer Öltanker ist ein viel leichteres Angriffsziel als ein Fischtrawler. Am Anfang wollten wir unsere Gewässer gegen illegalen Fischfang verteidigen. Aber dann fuhren wir weiter aufs Meer hinaus und haben uns auch Schiffe außerhalb von somalischen Gewässern vorgenommen. Wir haben Frachtschiffe gekapert und so ziemlich alles, was uns in die Quere kam. Für mich war das der Wendepunkt. Da wollte ich nicht mehr mitmachen. Der Piratenanführer hat mir erlaubt, mich hier frei zu bewegen, so als wäre ich einer von ihnen. Niemand fühlt sich durch meine Anwesenheit gestört. Jetzt kommt es darauf an, das Vertrauen der anderen Piraten zu gewinnen. Derjenigen, die wirklich die Schiffe kapern. The guys that are actually going to hijack the ship so they can open up to me. Wir werden hier essen und schauen, was geht. Sie heißt Ikran. Ich gehe zur Schule. Ich lerne und gehe zur Schule. Ich bin in der dritthöchsten Klasse. Warum sind hier so wenig Leute? Las Coral ist eine Fischereistadt, eine Seefahrerstadt. Sie ist zwar nicht groß, aber es gibt ein bisschen Arbeit hier. Ich bin unterwegs mit ihm. Er will auf eines der Schiffe. Warum habt ihr dieses Schiff gekapert? Sie haben Giftmüll verklappt, also haben wir sie entführt. Wir greifen uns jedes Schiff, das sich Somalia mit Giftmüll nähert. Wir haben 17 Geiseln. Können wir näher ran an das Schiff, um es von dieser Seite sehen zu können? Näher ran, damit wir es sehen können. Frag ihn, ob die Leute an Bord zu essen haben. Geht es ihnen gut? Gibt es Tote? Nein, es gab keine Toten.
Okay, jetzt gib mir Geld. Er hat gesagt, wenn wir nicht schnell verschwinden, erschießen sie die Leute auf dem italienischen Schiff. War außer Mohammed schon mal jemand hier? Sie erlauben uns nur hier zu sein, weil du zum Vasangeli-Clan gehörst. Niemand sonst darf hier filmen. Das ist das erste Mal. Wie viel hat Ihnen die Piraterie eingebracht? Wie viele Schiffe wurden entführt und wie oft waren Sie selbst dabei? Insgesamt habe ich 7 Schiffe entführt. Beim ersten betrug das Lösegeld 500.000 Dollar. Davon habe ich 50.000 Dollar bekommen. Beim zweiten Schiff, das ich entführt habe, bekam ich 30.000 Dollar. Aber beim dritten Schiff habe ich ungefähr 250.000 Dollar verdient. Das vierte war super. Da habe ich 600.000 Dollar kassiert. Beim fünften Schiff insgesamt 430.000 Dollar. Beim sechsten, das ich gekapert habe, habe ich 730.000 Dollar vom Lösegeld behalten. Habt ihr meinen Cut dabei, Jungs? Ja. Habt ihr es mitgebracht? Lasst uns ein schönes Plätzchen suchen. Und geizt nicht rum mit dem Zeugs. Früher sind wir rausgefahren und haben Fische gefangen. Dann haben wir die Piraterie entdeckt und gesehen, dass ein paar junge Typen damit eine Menge Geld machen. Sie kapern wertvolle Schiffe und verdienen damit Geld. Eines Tages habe ich mich entschieden, da auch mitzumachen. Wir müssen Mohammeds Streben nach Einfluss anerkennen. Und dabei braucht er unsere Unterstützung. Wir unterstützen Mohammed und wünschen uns, dass er einen Wandel für uns herbeiführt. Wie sieht dieser Wandel aus? Das ist die erste Frage. Es ist zu unserem Besten, Mohammed zum Sultan zu ernennen, damit er im Ausland für unsere Interessen eintritt. Heute werde ich zum Sultan ernannt. Und wir haben uns heute hier zu einer Zeremonie versammelt. Ich werde Sultan. Einer der Ältesten half uns, ein Treffen mit einem Piratenanführer zu arrangieren. In Las Corais gibt es 2 rivalisierende Piratengruppen. Partei für eine zu ergreifen, bedeutet, sich die andere zum Feind zu machen. Haben Sie von einem anderen hochrangigen Piraten namens Jama Donial gehört? Jama Donial? Ja. Können Sie mehr dazu sagen? Mehr kann ich im Moment nicht sagen, aber ja, mir ist der Name bekannt und ich vermute, dass er noch aktiv ist. Self-destruction. You see the way they battle everyone one by one.
In the city of the prehistoric world of Zion, see the original youths of Camel King Solomon. The truth that has to be shaken and given. The way that they murder each other is dumb. They say that they reach intellect. Boy, but they're not reaching nowhere yet. Ich bin unterwegs in eine Küstenstadt, wo wir 4,5 Millionen Dollar schwere Piraten treffen werden. Mit denen werden wir uns mal zusammensetzen. Ist der junge Typ vorne im Wagen ein Pirat? Das war ein... Alles Piraten. Ich treffe mich jetzt mit den Piraten. Wir lassen die Waffen hier. Niemand wird unser Auto durchsuchen. Natürlich werden sie das Auto durchsuchen. Ich schwöre bei Gott, das werden sie nicht. Mir egal. Wir lassen sie hier. Sie nehmen das Magazin raus, damit sie die Patronen haben. Jeder hier weiß, wie man ein Gewehr zusammensetzt. Jeder. Das ist meine Knarre. Zu meiner Sicherheit. Die Pistole ist geladen. Gibt's hier keine Sicherung? Verdammt! Oh, verdammt! Nimm das Ding weg! Verdammt! Du bringst mich damit noch um! Yo, that could kill me. No, no, no. I gotta get it. Fuck, I don't want that to kill me. Hey, this is dangerous. Das ist gefährlich. Ma, Quinn, I'm getting out of here. Ich bleib nicht hier drin. Mach mal ein Foto. Gib her, ich mach eins. Nein, 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 nein. Diese Typen sind gefährlich, Mann. Nein, die sind harmlos. Wer sind die? Wer sind diese Leute, die da kommen? Polizei. Sie gehören zu dem Typen da. Sie sind bewaffnet. Was ist denn jetzt los? Wo ist das Cut? Wir brauchen Cut. Wir haben kaum noch was. Wer kümmert sich drum? Und mir geht die Kamera von diesem Typen auf den Sack. Alles in Ordnung, sie ist nicht mal eingeschaltet. Er will mehr Waffen. Willst du noch mehr Waffen? Ich nehme die hier mit. Nein, die will ich. Ich nehme die. Lass sie da liegen. Was soll das? Die ist viel zu groß. Ich gehe jetzt einkaufen. Wir sprechen unterwegs. Komm mit, Mohammed. Aber ich lasse das Gewehr hier. Ich habe mit dem Anführer gesprochen. Wir waren bei ihm zu Hause. Er hat 2 Millionen Dollar in seinem Schrank. Ich schwöre. In his cupboard. I swear to God. To your pale face and spring when it comes. Jetzt wirst du ein echter Pirat. Romans will dull the gong send that beat. Es ist ein Geduldsspiel. Im Moment sind nur ein paar Schnellboote draußen auf dem Meer. Tag für Tag versuchen sie, eins zu erwischen, eins zu kapern. Und ich muss einfach warten. Los, wir kapern jetzt ein Schiff. Vielleicht sind hier welche. Für die Piraten arbeiten auch Ausländer. Die werden extra ausgebildet. Denn jemand, der Nomade war oder auf dem Land gelebt hat und keine Erfahrung auf See hat, kein Seefahrer ist oder noch nie auf dem Meer war,
Dem muss man beibringen, wie man Schiffe kapert, was man mit einer Strickleiter macht, wie die Kommunikation läuft. Man braucht Leute, die verhandeln können. Man braucht Leute, die mit der Außenwelt kommunizieren. Und dann braucht man Leute, die das Geld transferieren, die die ganze Sache abwickeln. Ich bin an mehr Infos rangekommen, als ich je erwartet hätte. Die letzten Schiffe, die gekapert wurden. Die Operationen sind tatsächlich alle von demselben Typen finanziert worden. Er hat ausdrücklich gesagt, es sei ein Ninkadan. Das bedeutet ein Weißer. Und er ist Amerikaner. Vorgestern ist eine Menge frisches Geld reingekommen. Der Auftrag lautet, rauszufahren, ein Schiff zu kapern und alle gefangen zu nehmen. Ganz egal wen. Morgen früh geht's los. Dann stechen wir in See. Das ist eine echt große Wumme. Das sind die Außenborder, mit denen wir rausfahren. Die beiden hier. Und das hier drüben sind die Waffen und jede Menge Ausrüstung. Das kommt alles auf die Schnellboote. Wir haben mehr als genug Knarren, falls wir auf Soldaten treffen. Wir sind die wahre Küstenwache in Somalia. Okay, verstehe. Und die kleineren Waffen da drüben? Ja, das sind Handfeuerwaffen. Einfach nur Handfeuerwaffen. Das ist small armies. Die Piraten bereiten sich jetzt auf ihren Einsatz vor. Er nimmt diese Leiter, mit der man sich am Schiff festhackt. Zum Entern. That's called Somali language, Tarantoro or Salam. Ist das ein Schnellboot der Piraten? Das sind alles Piratenboote. Kalt hier draußen. Willst du keine Beute machen? Na klar, wer würde Nein sagen? Wir sind im tiefen Wasser. Das ist die jemenitische Flagge. Mit den beiden Schnellbooten greifen wir das Zielschiff an. Das große Boot hier ist unser Begleitboot und unsere Tarnung. Es gibt Leute, die aus dem Jemen fliehen wollen, also nehmen wir sie auf dem Weg mit. Die Marine schießt nicht auf uns, wenn das Boot voll mit Menschen ist. Wir holen erst die Leute aus dem Jemen ab, dann kapern wir ein Schiff. Wir haben einen neuen Motor. Wir werden dieses Boot als Tarnung benutzen, wenn wir ein Schiff kapern. Ich fahre auf diesem hier mit, wenn alles klappt. Später noch auf einem anderen, aber erstmal auf dem hier. Jedenfalls haben sie eine ganz gute Strategie. Da unten kommen die Leute rein. Wir machen das ganze Boot voll. Dann geht's los. Ein ganzer Haufen Leute kommt da unten rein.
Du wirst wieder gesund, so Gott will. Die Lösung des Piraterieproblems kann nicht darin bestehen, die Piraten auf hoher See zu schlagen. Es ist die alte Geschichte vom weiten Himmel und der kleinen Gewehrkugel. Die Piraten sind auf dem Ozean zu Hause. Und wenn sie erst ein Schiff gekapert haben, kommen sie locker an den Marineschiffen vorbei, weil sie ja Geiseln haben. Das Problem kann nur an Land gelöst werden. Wo ist das Cut? Wir brauchen Cut. Wir haben kaum noch was. Wer kümmert sich drum? Und mir geht die Kamera von diesem Typen auf den Sack. Alles in Ordnung, sie ist nicht mal eingeschaltet. Er will mehr Waffen. Willst du noch mehr Waffen? Ich nehme die hier mit. Nein, die will ich. Ich nehme die. Lass sie da liegen. Was soll das? Die ist viel zu groß. Ich gehe jetzt einkaufen. Wir sprechen unterwegs. Komm mit, Mohammed. Aber ich lasse das Gewehr hier. Mit dem Anführer gesprochen. Wir waren bei ihm zu Hause. Er hat 2 Millionen Dollar in seinem Schrank. Ich schwöre. It is coming. I swear to God. To your pale face and spring when it comes. Jetzt wirst du ein echter Pirat. Es ist ein Geduldsspiel. Im Moment sind nur ein paar Schnellboote draußen auf dem Meer. Tag für Tag versuchen sie, eins zu erwischen, eins zu kapern. Und ich muss einfach warten. Los, wir kapern jetzt ein Schiff. Vielleicht sind hier welche. Für die Piraten arbeiten auch Ausländer. Die werden extra ausgebildet. Denn jemand, der Nomade war oder auf dem Land gelebt hat und keine Erfahrung auf See hat, kein Seefahrer ist oder noch nie auf dem Meer war, dem muss man beibringen, wie man Schiffe kapert, was man mit einer Strickleiter macht, wie die Kommunikation läuft. They have been trained how to climb the ships, how to use the ladder, how to make communication. Then they needed people. Man braucht Leute, die verhandeln können. Man braucht Leute, die mit der Außenwelt kommunizieren. Und dann braucht man Leute, die das Geld transferieren, die die ganze Sache abwickeln. Ich bin an mehr Infos rangekommen, als ich je erwartet hätte. Die letzten Schiffe, die gekapert wurden, die Operationen sind tatsächlich alle von demselben Typen finanziert worden. Er hat ausdrücklich gesagt, es sei ein Ninkadan. Das bedeutet, ich bleib nicht hier drin. Mach mal ein Foto. Gib her, ich mach eins. Nein. Diese Typen sind gefährlich, Mann. Nein, die sind harmlos. Wer sind die? Wer sind diese Leute, die da kommen? Polizei. Sie gehören zu dem Typen da. Sie sind bewaffnet. Was ist denn jetzt los?
Wo ist das Cut? Wir brauchen Cut. Wir haben kaum noch was. Wer kümmert sich drum? Und mir geht die Kamera von diesem Typen auf den Sack. Alles in Ordnung, sie ist nicht mal eingeschaltet. Er will mehr Waffen. Willst du noch mehr Waffen? Ich nehme die hier mit. Nein, die will ich. Ich nehme die. Lass sie da liegen. Was soll das? Die ist viel zu groß. Ich gehe jetzt einkaufen. Wir sprechen unterwegs. Komm mit, Mohammed. Aber ich lasse das Gewehr hier. Ich habe mit dem Anführer gesprochen. Wir waren bei ihm zu Hause. Er hat 2 Millionen Dollar in seinem Schrank. Ich schwöre. It is coming. I swear to God. To your pale face and spring when it comes. Jetzt wirst du ein echter Pirat. Romans will dull the gone scent of that bee. Es ist ein Geduldsspiel. Im Moment sind nur ein paar Schnellboote draußen auf dem Meer. Tag für Tag versuchen sie, eins zu erwischen, eins zu kapern. Und ich muss einfach warten. Los, wir kapern jetzt ein Schiff. Vielleicht sind hier welche. Für die Piraten arbeiten auch Ausländer. Die werden extra ausgebildet. Denn jemand, der Nomade war oder auf dem Land gelebt hat und keine Erfahrung auf See hat, kein Seefahrer ist oder noch nie auf dem Meer war, dem muss man beibringen, wie man Schiffe kapert, was man mit einer Strickleiter macht, wie die Kommunikation läuft. Sie haben trainiert, wie die Schiffe aufzuklappen, wie die Leiter zu nutzen, wie die Kommunikation zu machen. Diese ganze Problematik ist einfach aus dem Bewusstsein verschwunden, auch bei der internationalen Gemeinschaft. Wenn man etwas gegen die Piraterie vor der Küste Somalias machen will, muss man alle Themen angehen. Die Verklappung von Giftmüll, den illegalen Fischfang und die Piraterie selbst. Die meisten Schiffe, die in jüngster Zeit gekapert wurden, sind Tanker oder Frachtschiffe und haben nichts mit Fischerei zu tun. Kein Wunder, ein langsamer Öltanker ist ein viel leichteres Angriffsziel als ein Fischtrawler. Am Anfang wollten wir unsere Gewässer gegen illegalen Fischfang verteidigen. Aber dann fuhren wir weiter aufs Meer hinaus und haben uns auch Schiffe außerhalb von somalischen Gewässern vorgenommen. Wir haben Frachtschiffe gekapert und so ziemlich alles, was uns in die Quere kam. Für mich war das der Wendepunkt. Da wollte ich nicht mehr mitmachen. Der Piratenanführer hat mir erlaubt, mich hier frei zu bewegen, so als wäre ich einer von ihnen. Niemand fühlt sich durch meine Anwesenheit gestört. Jetzt kommt es darauf an, das Vertrauen der anderen Piraten zu gewinnen. Derjenigen, die wirklich die Schiffe kapern. Wir werden hier essen und schauen, was geht. Maga, wow, wow.
Ikran? 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 Sie heißt Ikran? Sie heißt also Ikran. Ich gehe zur Schule. Ich lerne und gehe zur Schule. Ich bin in der dritthöchsten Klasse. Warum sind hier so wenig Leute? Laskora ist eine Fischereistadt, eine Seefahrerstadt. Sie ist zwar nicht groß, aber es gibt ein bisschen Arbeit hier. Ich bin unterwegs mit ihm. Er will auf eines des Geschäftsmodells. Aber in den letzten Jahren hat sie sich zu einem komplexen Netzwerk entwickelt, mit Beteiligten in ganz Somalia und über die Grenzen Somalias hinaus. Das ist mein jüngster Bruder. Er macht sich gerade auf den Weg nach Somalia. Ich steige jetzt ins Flugzeug. Mir fehlte nur noch ein Semester, um mein Informatikstudium abzuschließen und um dann den Rest meines Lebens in einem Schuhkarton großen Büro zu hocken. Stattdessen werde ich gleich in Bosaso, Somalia, landen. Ich heiße Mohamed Awad Ashare. Mein Vater war 1998 Innenminister der Region Puntland. Mein Name ist in diesem Land also bekannt und wird mich beschützen. Das ist eine Kamera. In den nächsten 3 Monaten werde ich bei den Piraten leben. Wie geht's? Bestens. Sicher? Klar. Wie lange bleibst du hier? 3 Monate. 2 Monate? Drei. 3 Tage? 3 Monate. Bist du sicher? Meine Tarnung ist einfach. Ich bin Mittelsmann für einen westlichen Geschäftsmann, der gemeinsam mit den Piraten Kasse machen will. Das war eine Gewehrkugel. Sie finden das verrückt? Hier ist das ganz normal. Ja, von weg. Also, wer bezahlt dich? Erst Amerikaner aus den USA. Kein Somalier, der in Amerika lebt. Ein echter Amerikaner. Warum? Weil er hier in einem halben Jahr aus $20.000 4 Millionen machen kann. Garantiert. Hinter jedem hier steht jemand, der im Hintergrund agiert. Während die Menschen krepieren, die Kinder verhungern und die Kugeln fliegen. In den letzten Jahren habe ich $200.000 verdient. Als erstes brauchen Sie einen Insider. In diesem Fall bin ich das. Ich nehme dann Kontakt zu den Anführern der Piraten auf. Sie haben alle Handys. Sie sind gut zu erreichen, wenn sie nicht gerade ein Schiff kapern. Dann können sie zwischen mehreren Piratengruppen wählen. Sie unterscheiden sich nach Herkunft, Stammeszugehörigkeit und Erfolgsaussichten. In Ale hat man es mit den Majateen zu tun, dem führenden Clan in Puntland. Das Problem? Das sind alles hinterhältige Mistkerle. Man kann auch mit den Hawir machen, was mit dem Giftmüll los ist und was wirklich passiert ist. Diese ganze Problematik ist einfach aus dem Bewusstsein verschwunden, auch bei der internationalen Gemeinschaft. Wenn man etwas gegen die Piraterie vor der Küste Somalias machen will, muss man alle Themen angehen. Die Verklappung von Giftmüll, den illegalen Fischfang und die Piraterie selbst. Die meisten Schiffe, die in jüngster Zeit gekapert wurden, sind Tanker oder Frachtschiffe und haben nichts mit Fischerei zu tun. Kein Wunder, ein langsamer Öltanker ist ein viel leichteres Angriffsziel als ein Fischtrawler. Am Anfang wollten wir unsere Gewässer gegen illegalen Fischfang verteidigen. Aber dann fuhren wir weiter aufs Meer hinaus und haben uns auch Schiffe außerhalb von somalischen Gewässern vorgenommen.
Wir haben Frachtschiffe gekapert und so ziemlich alles, was uns in die Quere kam. Für mich war das der Wendepunkt. Da wollte ich nicht mehr mitmachen. Der Piratenanführer hat mir erlaubt, mich hier frei zu bewegen, so als wäre ich einer von ihnen. Niemand fühlt sich durch meine Anwesenheit gestört. Jetzt kommt es darauf an, das Vertrauen der anderen Piraten zu gewinnen. Derjenigen, die wirklich die Schiffe kapern. Wir werden hier essen und schauen, was geht. Ikran? Sie heißt Ikran? Sie heißt also Ikran. Ich gehe zur Schule. Ich lerne und gehe zur Schule. Ich bin in der dritthöchsten Klasse. Warum sind hier so wenig Leute? Las Coral ist eine Fischereistadt, eine Seefahrerstadt. Siehst du? Er will mehr Waffen. Willst du noch mehr Waffen? Ich nehme die hier mit. Nein, die will ich. Ich nehme die. Lass sie da liegen. Was soll das? Die ist viel zu groß. Ich gehe jetzt einkaufen. Wir sprechen unterwegs. Komm mit, Mohammed. Aber ich lasse das Gewehr hier. Mit dem Anführer gesprochen. Wir waren bei ihm zu Hause. Er hat 2 Millionen Dollar in seinem Schrank. Ich schwöre. Jetzt wirst du ein echter Pirat. Es ist ein Geduldsspiel. Im Moment sind nur ein paar Schnellboote draußen auf dem Meer. Tag für Tag versuchen sie eins zu erwischen, eins zu kapern. Und ich muss einfach warten. Los, wir kapern jetzt ein Schiff. Vielleicht sind hier welche. Für die Piraten arbeiten auch Ausländer. Die werden extra ausgebildet. Denn jemand, der Nomade war oder auf dem Land gelebt hat und keine Erfahrung auf See hat, kein Seefahrer ist oder noch nie auf dem Meer war, dem muss man beibringen, wie man Schiffe kapert, was man mit einer Strickleiter macht, wie die Kommunikation läuft. They have been trained how to climb the ships, how to use the ladder, how to make communication. Then they needed people. Man braucht Leute, die verhandeln können. Man braucht Leute, die mit der Außenwelt kommunizieren. Und dann braucht man Leute, die das Geld transferieren, die die ganze Sache abwickeln. Ich bin an mehr Infos rangekommen, als ich je erwartet hätte. Die letzten Schiffe, die gekapert wurden, die Operationen sind tatsächlich alle von demselben Typen finanziert worden. Er hat ausdrücklich gesagt, es sei ein Ninkadan. Das bedeutet ein Weißer. Und er ist Amerikaner. Vorgestern ist eine Menge frisches Geld reingekommen. Der Auftrag lautet, rauszufahren, ein Schiff zu kapern und alle gefangen zu nehmen. Ganz egal wen. Morgen früh geht's los. Dann stecken. Als erstes brauchen Sie einen Insider. In diesem Fall bin ich das. Ich nehme dann Kontakt zu den Anführern der Piraten auf. Wir haben alle Handys. Sie sind gut zu erreichen, wenn sie nicht gerade ein Schiff kapern.
Dann kann sie zwischen mehreren Piratengruppen wählen. Sie unterscheiden sich nach Herkunft, Stammeszugehörigkeit und Erfolgsaussichten. In Ale hat man es mit den Majateen zu tun, dem führenden Clan in Puntland. Das Problem? Das sind alles hinterhältige Mistkerle. Man kann auch mit den Hawiye ins Geschäft kommen, ein Stamm aus Mogadischu. Das sind die Jungs aus dem Film Black Hawk Down. Durchgeknallte Typen. Bleiben noch die Wasangali, mein Clan. Wir haben nicht so viel Glück beim Kapern von Schiffen wie die anderen, aber wir sind wenigstens ehrlich. Ich habe jetzt Ihre 20.000 Dollar und werde das Risiko streuen, indem ich jeweils 5.000 Dollar in 4 verschiedene Piratengruppen investiere. Die durchschnittliche Erfolgsquote liegt bei etwa 30% pro Einsatz. Dass mindestens eine der Gruppen Erfolg hat, ist so gut wie sicher. Wenn Sie einen guten Lauf haben und noch mehr Profit machen wollen, können Sie auch noch in Ausrüstung investieren und bestimmte Extrakosten übernehmen. Das garantiert kontinuierliche Einnahmen, wenn damit weitere Einsätze gefahren werden. Diese Sprache versteht jeder. Sie müssen mir nur noch das Geld schicken. Wo ist das Geld? Mir steht etwas zu. Gib mir ein bisschen Begrüßungsgeld. Weißt du, was passiert, wenn du Cut kaust? Du kriegst einen Ständer. Und er sagte also, wenn man einen Ständer kriegt, sagen die Araber, Wula Wula, und halten das Ding hoch und sagen, er ist hart, er ist hart. Und das sagt er zu seiner Frau? Wir haben unsere Männer, unsere Boote und unsere Waffen. Jetzt müssen wir nur noch ein Schiff kapern. Man sagt über Somalia, es sei das ärmste Land der Welt. Aber wo sonst kann man in weniger als 6 Monaten aus 20.000 Dollar 4 Millionen machen? Moment. Sie zweifeln doch jetzt nicht etwa. Unsinn. Bevor Sie ein schlechtes Gewissen bekommen, bedenken Sie Folgendes. After 23 years of civil war, poverty, destruction. 23 Jahre Bürgerkrieg, Armut und Zerstörung haben immer mehr Selbstzerstörung hervorgebracht. Du kannst nicht schlafen, nicht essen, ohne dass es knallt. Du kannst nicht mal beten oder betteln, ohne im Hintergrund Schüsse zu hören. Mal ehrlich, wie kommen die Leute an all diese Waffen? Verstehen Sie? Jemand hat eine 500 Dollar